Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu ExoSockt Factorio. Ja, wir hatten letztens irgendwie festgestellt, dass wir bald Kupfermangel haben. Und um diesem Kupfermangel entgegenzuwirken, habe ich mir gedacht, gut, Kupfermangel ist nicht schön. Oh, eine Forschung durch. Das ist wiederum schön. Was haben wir gerade gemacht? Robotergeschwindigkeit. Ja, die Roboter dürfen gerne nochmal schneller sein. Wow, die flitzen aber wirklich. Und zwar mache ich erstmal Mauerstücke. Das ist ja, was wir Berliner uns doch ein bisschen gut auskennen. Mauer. Ah, das war jetzt nicht ganz PC, ich weiß. Aber das muss halt auch manchmal so sein. Wo suche ich jetzt die Mauer? Ah, hier ist sie doch. Gut, okay. Juhu, da flitzt die Roboter. Gut, das heißt, wir bauen jetzt eine Mauer. Mauer, Mauer, Mauer. Die bauen wir bis hier unten hin. Und dann hier oben ran. Dann erschließen wir das Kupferstück da. Kupferstück, ja toll. Das ist ja nicht nur ein Stück, das ist eine ganze Kupfernode. Das hier ist ja ganz anständig Kupfer hier. Da kriegst du Kupferriten hier. Oh, mal schauen, wo ist denn der Kupferding? Ja, da ist es. Da ist sogar gleich Stone. Ich bin überlegen, dass wir das bis hier hinbauen. Stone kann man ja immer noch hier brauchen. Das heißt, wir machen bis hin die Mauer. Da haben wir immer noch eine Verteidigung bauen. Und weil das hier so schön abschließt mit dem Wasser. Ja, hahaha. Hier so schön abschließt mit dem Wasser. Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen verpeilt. Aber das kennt er ja mittlerweile. Und das gehört. Mann! Das gehört ein bisschen dazu. Man könnte sagen. Oh ja, das zeigt was im Hals. Oh, ich habe gerade so Studentenfutter gefuttert. Und wenn da die Nuss noch irgendwie so halb im Hals klebt, dann klebt die Nuss so halt im Hals. Gut. Jetzt wird hier die alte Mauer abgerissen. Abgerissen. Entsorgt. Entdingifiziert. Und das heißt, wir bauen mal dann gleich einen neuen Verteidigungsring auf. Von unten haben wir jetzt auch gar nicht so viele Angriffe bekommen, oder? Täusche ich mir da wieder. Ja, manchmal täusche ich mir. Gut. Machen wir hier mal ein bisschen Baumentsorgung machen. So. So geht das. Oh. So ist ganz hübsch. Gut, okay. Ja. Oh. Jetzt zerballer ich mir meine frisch gebastelte Mauer. Das ist auch wieder typisch. Mama, wie mache ich das am besten? Ich könnte das natürlich noch ein bisschen weiter runterziehen oder hier zoomen. Da sieht es nochmal nach Stones aus. Das heißt, wir machen doch nochmal bis hierhin. Upsala. Ich habe keine Mauerstücke mehr. Schön. Na gut, dann holen wir uns die Mauer hier und setzen die unten hier ran. Genau. Und dann haben wir auch wieder eine Menge Freiraum für eventuelle Bauprojekte. Und daher nicht ganz verkehrt. Wow, das ist hatte ich jetzt eine ziemlich langwierige Geschichte jetzt gerade hier. Mann, die Mauer muss weg. Ihr habt's mal auch diesen Spruch. Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Und so weiter. Und dann ist die dann irgendwann entsorgt worden. Ein paar Stücke gibt es noch als Museumsbeguckungsobjekte. Da kann man sich dann mal angucken, wie das mal aussah. Aber ich denke mal, diese paar Stücke werden eigentlich dem, was da früher mal hier in Berlin stand, gar nicht gerecht. Und vor allen Dingen kann man sich auch gar nicht vorstellen, was das eigentlich für Leben war mit der Mauer. Mauer, denke ich mal, sollte maximal zum Schutz gebaut werden, aber nicht um Völker zu trennen und Ungleichheiten zu schaffen. Ja? Dafür ist eine Mauer definitiv nicht gut. Ja. Da wir hier so nur zum Schutze bauen, ist das legitim. Ja, so viel dazu. Muss ja auch mal gesagt sein. Ja? Und sagen die Leute immer so, der macht so viele Mauerwitze. Ja. Ich darf es halt auch ein bisschen machen. Ich habe ja auch mit der Mauer gelebt. Also, ich kenn's ja, wie es ist. Ne? Und ich weiß auch, wo man da gewisse Grenzen nachher ziehen sollte. Also, bei so den Vorwürfen so entgegenzuwirken. Ja?
Genauso wie ich immer zum Beispiel auch gerne sage, die Berliner Mauer war die längste Bildergalerie in der Welt. Ist ja auch so. Da gab es eine Menge Sprayer, die haben die verschönert. Zumindest auf unserer Westseite. Auf der Ostseite war das ja nicht so möglich. Und manche dieser Sprayer haben einfach nicht nur was hingeschmiert oder so, sondern es gab einige, und da muss ich echt sagen, das war durchaus schon künstlerisch wertvoll. Ja. Oft ging es da zum Beispiel auch um politische Themen, was daran gesprüht wurde. Oft halt auch das Thema Freiheit. Ja. Was natürlich auch gerade bei so einem Abgrenzungsobjekt auch sehr gut drauf passt. Ja. Naja, das waren schon Zeiten gewesen. So, dann machen wir gleich die Mauer weg hier. Okay. Hat ja doch dann nicht so lange gedauert. Jetzt mache ich mal hier gucken, ob hier dieses. Ob ich jetzt das Zwischenstück schon weggemacht habe oder noch nicht weggemacht habe. Da bin ich mir gerade so geistig gar nicht so sicher. Dann machen wir mal wieder einen Hänger. Hänger. Ja, obwohl jetzt eine komplett frische Session ist, haben wir Hänger. Also das ist noch nicht mal ein Speicherleck-Problem oder so. Ich denke mal, das wird irgendwie so ein internes Problem von Factorio sein, dass immer diese Hänger kommen. Er scheint da irgendwie eine Menge Berechnungen dann durchzujagen oder irgendwie sowas. So, okay. Passt. Gut, wir haben 64 Mauerstücke. Denke mal, das sollte genügen. Hoffe ich zumindestens. Ne, wir haben sogar mehr, würde ich sagen. Ist ja noch was im Inventar, wa? Ja, hier ist auch noch. Ich würde schon sagen, 64 ist doch ein bisschen komisch. Damit werden wir ja doch nicht so weit kommen. Oh, wir haben Glück. Wir müssen keine Strömlinge da umändern. Okay, bis dahin und nicht weiter. Dann kommen das Strömlinge. Und vor allen Dingen, was ich mir auch hier unten noch hinmachen muss, ist eine gewisse Logistik. Können wir die schon mal bauen, die Logistik? Logistik. Wo waren die gewesen? Ich das jetzt wüsste. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mach noch den sechsten. Das ist zwar jetzt eine Menge Holz, was da baut, aber ich muss sowieso hier umschachteln alles. Und von daher ist das alles hier okay. So. Ström. Oh, der ist falsch. Ja, so viel zum Thema Konst. Ey. Mensch, ich bin doch eigentlich frisch, wach und munter, hä? Muss doch irgendwie gehen. So, passt. Genau. Ja, so passt das. Endlich. Jetzt habe ich hier ein bisschen in den Rhythmus gekommen. Wobei ich mal 2 cm mal zu weit komme. Okay. Wobei ich irgendwie mal gesehen habe, dass Ena hier irgendwie nur so hingeklatscht hatte und irgendwie wurde automatisch dann alles gebaut. Irgendwie war da mal was gewesen, was ich gesehen habe. Ja, sah auch gut aus. Die Möglichkeit. Warte mal, der gefällt mir nicht optisch. So ist besser. Ah ja. Ja? Na gut. Das sind immer diese Kleinigkeiten, die dann einen irgendwie aufregen, wenn die nicht so ganz sitzen, wie man es will. Da kommt immer ein so teilweise die Ästhetik ins Spiel. Wenn die Ästhetik ins Spiel kommt, dann hat man mit Fabriken sowieso mal ein Problem. Fabriken sind ja eigentlich normalerweise nichts Ästhetisches. Normalerweise, aber wenn man die irgendwie so platziert, kann man doch eine gewisse Ästhetik durch die Symmetrie hineinbringen und so. Wir sind ja doch sehr symmetrische Lebewesen. Und dann gibt es dann aber auch wieder Ausnahmen. Ich sag mal Schönheitsflecke. Die sind ja dann unsymmetrisch. Und das ist dann wirklich nur diese eine einzelne Sache. Und die bringt dann wieder was Interessantes hinein. Ja, so ist das halt mit der Welt. Ist alles nicht so ganz einfach. Besonders die Sache mit der Symmetrie, optischer Einflüsse und Ästhetik und Schönheit und so weiter. Wow, das hat gut gepasst gerade. Muss ja mal was klauen hier. Hinhauen. So, jetzt haben wir's. So, da haben wir einen Roboter. Die Roboterzentrale.
Die nächste Roboterzentrale, die machen wir mal hier hin, oder so ähnlich. Nee, wir machen die so hin, dass die hier reparieren kann. Oh Gott. Bis dahin würde ich mal sagen, ungefähr. Dann kommt der nächste Roboterzentrale. Bis hierhin. Und der nächste Roboterzentrale kommt bis. Ach du Schande, bis hierhin. Dann haben wir ein Problem, dass die hier. Ja, egal, die lassen wir da ein bisschen drüber hinausfliegen. So. Wie heißt das so schön? Scheiß drauf. Gut. Da hätten wir nochmal Eisen, oder? Eisenerz. Hier ist Bäumlinge. Da wäre nochmal ein riesengroßes Kupferfeld. Da ist nochmal ein Kupferfeld. Da stimmt irgendwas nicht. Was stimmt denn da nicht? Bauroboter. Keine Ahnung. Meckerst du jetzt nur, weil du nicht angeschlossen bist, oder? Was ist los? Okay. Jetzt bist du aber angeschlossen. Du bist aber auch nicht angeschlossen, hä? So, jetzt bist du auch theoretischerweise angeschlossen. Und das Ding meckert da unten. Noch. Warum meckert der da? Ich das wüsste. Kommst du jetzt hier ran oder nicht? Boah, was ist denn jetzt hier los? Wo hängen hier? Da hänge ich. So. Lädt er jetzt? Das ist alles hier gerade sehr irritierend. Was ist da unten los? Ach, da ist ein kaputtes Stück drin. Die werden das jetzt reparieren oder so ähnlich. Schätze ich mal. Keine Ahnung. Zumindest krieg ich Material. Material ist auch gut. So, ich habe 3 Erzförderelektrische. Ich muss mal nachgucken, ob ich noch oben in meiner Kiste elektrische Erzförderer habe. Jetzt fühle ich mich gerade irgendwie so ein bisschen verfolgt. Hilfe, ich werde verfolgt von bösen Robotern. Ja, kommt vor. Kiste, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Gehen wir erstmal ein bisschen näher ran. Erzförderer. Hier ist... Oh, falsche Seite. Hier ist kein Erzförderer drin. Ne? Okay, was haben wir denn hier für eine Kiste? Intelligente Kiste. Die geht mir auf den Sack, die geht erstmal weg. Hier haben wir noch einen Ofen, das ist sogar ein richtiger Lichtbogen. Wow. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich sowas noch habe. So, da haben wir... Ach, wir hätten hier noch Mauerstücke gehabt, so viel dazu. Ein paar Fließbänder sind generell nicht verkehrt. Okay. Jo, das glaube ich war's schon wieder. Haha. Das heißt, wir brauchen ein paar Erzförderer. So, wollen wir mal schauen, dass wir da unten das alles ein bisschen so entdüseln. Und ich bin auch überlegen, ob wir hier mal die Akkumulatoren und so weiter ein bisschen zusammenstellen. Das steht hier alles ein bisschen ungünstig. Das gefällt mir ja nicht. Oh, der Blinken geht mir da hinten auf die Nüsse. Warte mal, ich mach das mal weg jetzt. Ist da der Roboter irgendwann mal hinschlempelt? Keine Ahnung. So, machen wir das hier mal weg. Haben wir es. So, jetzt müsste Blinken gleich aufhören. Ja, warum blinkst du denn noch? Du müsstest aufhören. Hier ist nichts mehr. Oder bin ich blind? Ah, jetzt hat es aufgehört. Okay. Mensch, Meier, Schulze. Halt, wir haben hier noch einen Roboter-Dings. Können wir mal die nächsten setzen. Um hier nochmal das Logistiknetz noch ein bisschen weiter auszubauen. Das heißt, wir machen das mal hier hin.
auf der gleichen Höhe. Jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen symmetrisch hineinzubringen. Genau, so ist das. Ah ja, okay. So. Dann haben wir ja eine gewisse Symmetrie drin, ne? Na? Okay, dann ist der auch angeschlossen. Nächstes machen wir dann hier oben hin. Dann ist der hier zwar irgendwie ein bisschen, aber zumindest haben wir da eine gewisse Symmetrie drin, ne? Dann wollen wir mal gucken, wie wir die Erzförderer setzen. Das wird jetzt auch wieder eine lustige Geschichte. Dazu müssen wir die Grütze erstmal... Oh, nee, zu oft. So, jetzt. Rotieren. Das heißt, der erste kommt hier hin, der zweite kommt hier hin, der dritte kommt hier hin, da kommt noch ein vierter hin. Und auf der Seite genau die gleiche Spielerei. Dann können wir dann schon mal hier die Fließbänder bauen. Machen wir das mal. Frage ist, bis wohin haben wir das hier? Hier sind die, okay. Dann heißt das hier rotieren. Bis dahin. Ah, warum ruckelt's? Ah, wieder Performance-Einbruch. Bis wo haben wir die gehabt? Fließbänder! Hier unten. Ah. Genau, da haben wir es. Oh, und dann stört uns natürlich ein Strömling da. Ha, ha, ha. Oh, ich sehe gerade, ich müsste da aber auch noch die Dinger wegnehmen hier, die Lasertürme, die muss ich da unten ja noch platzieren. Ha, 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 das wäre ja was gewohnt. Irgendwann werden sie dann hier kommen, die Aliens. Und ich hätte mir gewundert, wo die Verteidigung geblieben wäre. Wäre nicht so schön gewesen, ne, Leute? Ja? Dann machen wir hier schnell erstmal zu, das Ding hier. So, bis da. Mal schnell hier mal die Lasertürme weg. Knick, knack, knuck. Sind ja doch eine ganze Menge. Wirklich eine ganze Menge, wow. Okay. Gut, das heißt dann nochmal erstmal der Lasertürme hier positionieren. Einer hier hin, einer hier hin. Da einer hin. Dann dort einer hin. Einer hier noch an der Ecke. Damit wir noch eine gewisse optische Symmetrie wieder hinkommen. So. Jetzt kommen die hier schnell hingeklatscht. So viel dazu. Also manchmal weiß ich auch nicht, wo meine Konzentration bleibt. Ja, jetzt wird sich natürlich der eine oder andere fragen, warum macht der dann nicht mehr halt damit Züge rum? Ganz einfach, die Züge sind mir einfach zu gefährlich und ich bin sogar überlegen, ob ich den Zug da oben einstampfe und gegen eine Fließbänder umtausche. Ich sehe jetzt auch nicht ganz ehrlich so die Effektivität des Zuges da oben. Irgendwie erschließt sich das mir noch nicht. Vielleicht bin ich dafür auch zu dusselig, keine Ahnung. Kann natürlich auch sein, ne? Bin ja auch nicht weiß als letzter Schluss. Ne? So. Jedenfalls bin ich überlegen, ob ich den Zug da oben abranze oder nicht. Vielleicht lasse ich ihn einfach auch da als mahnendes Beispiel. Also seitdem ich da ja diesen Unfall hatte... bin ich da mit dem Zug da oben so ein bisschen auf Kriegs- und Fuß. So viel zum Thema Deutsche Bahn. Ist ja auch immer so ein leidiges Thema. Einerseits gut, dass es sie gibt, aber andererseits... Deutsche Bahn. Ist immer so eine Sache. So, wollen wir mal kicken. Okay. Rotate. Einmal hier hin.
Und einmal dahin, dann wird der angeschlossen. Und dann läuft der oben da rein. Sehr schön, okay. Jetzt können wir mal gucken, ob wir da oben nochmal was abreißen können an einem Harvestoren. Ja, den können wir eindeutig abreißen. Der wird nicht mehr benötigt. Gucken wir mal hier oben nach. Ja, der ist eindeutig auch offline. Da tut sich auch nichts mehr. Das heißt natürlich, wir können natürlich auch diese Fließbänder hier wegmachen. Und ich bin überlegen, ob wir hier die Fließbänder so ein bisschen ergonomischer gestalten. Ne? Gucken wir mal, da kommt das hier so sauber hin. Da macht er nicht tausendmal Knick und das ist alles hier ein bisschen komisch. So, ja, jetzt meckerst du natürlich. Ist ja auch dein gutes Recht, dass du meckerst. Kommt das mal so hin. Ich will hier ein bisschen Optik reinbringen. Aha. Optik ist immer so eine Geschichte, ja. Genau. So, machen wir mal hier das weg hier. Dann wird sich da der Rest rausgeholt und... Rotate, rotate, rotate. Hier kommt dann noch Material von der Seite hier an. So, okay. Passt. Vor allen Dingen kommt es dann auch wieder von beiden Seiten an. So ist es immer von der einen Seite hochgestapelt worden, ist nur von einer Seite gekommen. Ist natürlich jetzt nicht das Effektivste dann. Ja. Gut, da läuft Ditte, da läuft Ditte. Ich bin auch überlegen, ob ich das hier alles auseinanderschlüse und hier eine richtige Verhüttungsstraße hinbaue. Das wäre definitiv der nächste Schritt. Weil so wie das jetzt hier alles gestaltet ist, ist eigentlich nichts Halbes und vor allen Dingen auch nichts Ganzes. So, einen Roboter-Dingens haben wir noch. Den machen wir mal jetzt hier hin. Okay, das ist zu weit, das ist zu weit, das heißt, da steht er ganz exakt. Nochmal schöne Sache, mal was exakt hinzustellen. Keine Ahnung, wie ich jetzt hier angeschlossen habe, aber müsste schon passen. Gut, dann haben wir hier unsere Harvestoren. Hauen wir mal hier hin, die Grütze. Na, kommst du oder kommst du nicht? Du hast zu kommen. Ob du willst oder nicht. Ja? So. Rotieren wir mal die Grütze. Okay. Ich bin überlegen, ob ich das hier gleich noch alles voll baller hier. Ich denke mal, das ist nicht so ganz verkehrt. Ist zwar nicht der effektivste Harvester, der steht, aber... Es ist nicht der effektivste. So, einer hier noch hin auf jeden Fall. Dann muss ich mir noch welche bauen. Erzförderer. Bauen wir einfach mal ein paar. Ich weiß jetzt nicht wie viel. Ich habe einfach mal so hingeklatscht. Dann auf alle Fälle hier noch einen hin. Dann... Hier noch einen hin, dann haben wir den so schön reingeklatscht da und den rotieren wir. Und dann haben wir die ganze Erzfeld hier erschlossen. Machen wir jede Menge Kupfererze. Und das ist auch eigentlich ganz schick so. Okay. Damit wir eine gewisse Gleichmäßigkeit haben, machen wir eben mal so einen Rundgang. Sonst haben wir wieder alles von der Seite raufgedrückt. Und das will ich ja eigentlich nicht. Ziehen wir das also einmal hier so. Einmal hier so durch. Dann geht das hier lang. Und schon sind wir da dran. Okay. Dann kommt natürlich die Verströmlichung. Das heißt, einmal ein Strömling hier hin. Einer hier hin. Einer hier hin. Einer hier hin. Einer hier hin. Und das Ganze einmal hier. Und eben mal da, eben mal dort, eben mal hier verbinden. Dann haben wir wieder mal einen Hänger, die ganz berühmten. Warte mal, da ist blöd. Weil da hätte ich ja nochmal Stein. Und falls ich dann den Stein haben will,
kleben wir erstmal die Strömlinge im Weg. So, jetzt habe ich einmal da verbunden. Ich will aber auch nochmal von der anderen Seite verbinden. Das hat nämlich einen einfachen Grund. Falls ich irgendwo mal eine Leitung wegruppe, ist das hier alles ein bisschen verbunden, ne? So, jetzt geht das mit der Kupferitis los. Ist eigentlich ganz okay so. Da kommt jetzt eine ganze Menge an. Und jetzt werde ich oben die Gerätschaften umstellen. Ich werde hier das hier alles ein bisschen auseinanderreißen. Die ganzen Solarzellen, das gefällt mir alles ja nicht. Das ist hier alles unter erster Danone. Und dafür brauche ich auf alle Fälle Logistik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Umspannwerke. Dann brauche ich Solarzellen ohne Ende und ich brauche Akkumulatoren ohne Ende. Jetzt ist er hier am Rumnuddeln. Und zwar ganz schön fleißig, muss ich mal sagen. Das hier fällt, ne? Und jetzt kommt hier gerade schon wieder Material in der Tasche. Das geht also schon mal gut los. Hui, da kommen sie alle. Wow. Gut. Das haben wir jetzt erstmal die erste Kupferversorgung gemacht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge baue ich dann weiter die Stromgeschichte aus. Mache die ein bisschen so platzsparender. Und dann wollen wir mal weiterschauen. Also, Shirio und bye bye.